Land und Leben. Das Magazin für Landwirtschaft. Die Erfahrung hatte uns gezeigt, dass wir immer mehr Frauen mit dem Wunsch gehört haben, dass sie gezielt in der Landwirtschaft Angebote bekommen. Fachliches und überliefertes Wissen können sich junge Frauen und angehende Bäuerinnen in der ersten Bäuerinnenschule aneignen. Land und Leben bringt einen Zwischenbericht. Der Anteil der Biolandwirte und Bioflächen ist weltweit weiter im Steigen, auch in Europa und auch in Südtirol. Dennoch gibt es noch viel Potenzial und vor allem braucht es neue EU-Bioregeln. Mehr dazu im Interview mit dem Präsidenten des Deutschen Biolandverbandes, Jan Plagge. Soweit die Themen bei Land und Leben am Ostersonntag und dazu begrüßt sie Marianne Casserola. Gesunde Ernährung, umweltfreundliche Landwirtschaft und das Wohl der Tiere sind die wesentlichen Faktoren, die der Biolandwirtschaft seit Jahren zu einem regelrechten Boom verhelfen. So entscheiden sich viele Bäuerinnen und Bauern für diese inzwischen nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich attraktive Form der Bewirtschaftung ihrer Höfe. Das hat Jan Plagge, Präsident des Deutschen Biolandverbandes, kürzlich bei seinem Besuch in Südtirol aufgezeigt. Sonhild Adomat hat mit ihm gesprochen. Seit Jahren boomt ja Bio am Markt. Das heißt, die Verbraucher wollen immer mehr heimische Bioprodukte kaufen, erklärt der Präsident des Biolandverbandes Deutschland, Jan Plagge. Die Konsumenten legen immer mehr Wert auf gesunde Lebensmittel, aber auch das Tierwohl und eine intakte Umwelt spielen eine große Rolle. Den Verbrauchern sind zwei Dinge wichtig. Das eine ist erstmal die unmittelbare Qualität ihrer Lebensmittel. Da haben sie das größte Vertrauen, wenn die Lebensmittel möglichst frisch und regional produziert sind, nicht um die halbe Welt geschifft worden sind. Und wenn sie sicher gehen können, dass die Ware nicht belastet ist mit Schadstoffen. Das zweite, was die Verbraucher sich erwarten, ist eine artgerechte Tierhaltung und die Schonung der Umwelt. Es fängt an beim Tierwohl, beim Umgang mit den Tieren, aber es geht auch weiter. Was machen die Landwirte für den Erhalt der Artenvielfalt, für eine vielfältige Landschaft? Und auch der Erhalt der Wasser- und Luftqualität ist für viele Menschen ganz wichtig, weil eben essentiell. Und da setzen sich viele Verbraucher intensiv mit der Landwirtschaft vor Ort in ihrer Heimatregion mit auseinander. Diese Entwicklung führt dazu, dass der biologische Landbau für die Bauern immer interessanter wird, so Jan Plagge. Seit 2 Jahren boomt auch die Umstellung in der Landwirtschaft in Richtung Bio von konventionell. Wir hatten im letzten Jahr einen Zuwachs auch von 10% bei den Bauern, die auf biologischen Landbau umgestellt haben. In Deutschland sind es aktuell 7,1% der landwirtschaftlichen Fläche, die biologisch bewirtschaftet werden. Und es sind 10% der Betriebe, also jeder 10. Betrieb arbeitet bio. Diese Veränderung betrifft vor allem den Milchsektor. Während in Deutschland 2016 der Verbrauch von Trinkmilch um 1,8% zurückgegangen ist, stieg der Konsum von Biomilch um 10,1% an. Es sind größere Milchviehbetriebe, die auf Biolandwirtschaft umstellen, weil sie derzeit in der konventionellen Viehwirtschaft keine Zukunft mehr sehen. Sowohl vom Produktionssystem wie vor allen Dingen auch von der Wirtschaftlichkeit her. Es stellen aber auch sehr viele Marktfruchtbetriebe, Sonderkulturbetriebe um. Das ist vor allen Dingen marktgetrieben, denn ihre Abnehmer fragen vermehrt nach, könnt ihr bitte umstellen, wir brauchen mehr heimische Bioware. Es sind vor allem Vollerwerbsbetriebe, die biologische Landwirtschaft betreiben, so Jan Plagge. Die ganze Bewegung ist seit Jahren sehr stark markt- und absatzgetrieben. Das heißt, die Verbraucher wollen Bioprodukte kaufen und dadurch orientieren sich Produktionsbetriebe, Vollerwerbsproduktionsbetriebe, die auch eine wirtschaftliche Zukunft suchen, in Richtung Biolandwirtschaft. Die finanzielle Situation in der Landwirtschaft ist starken Schwankungen unterworfen und hängt von der jeweiligen Markt- und Preisentwicklung ab. Aktuell ist es so, dass im Schnitt aller Betriebe von den wirtschaftlichen Auswertungen, die ich kenne, die Biobetriebe einen höheren Gewinn erwirtschaften können für ihre Betriebsentwicklung, für ihre Investitionen als vergleichbare konventionelle Betriebe. Also das stimmt im Durchschnitt. Ist das die Situation? Im Detail muss man sich das immer angucken, weil das immer mit der direkten Situation vor Ort zusammenhängt. Aber jetzt gerade in der Milchwirtschaft kann man mit Biomilch wesentlich leichter Geld verdienen als aktuell mit dem konventionellen Milchpreisniveau.
Bei der Entwicklung hin zur biologischen Landwirtschaft gibt es bei den einzelnen Ländern der EU große Unterschiede, so der Präsident des Biolandverbandes Deutschland. Beispielsweise in Österreich ist schon jeder fünfte Betrieb Biobetrieb, das heißt über 20% wirtschaften dort biologisch. In der Schweiz gibt es Regionen, wo über 50% Biolandwirtschaft betrieben wird. Und dann haben wir Nachbarländer und auch gerade Regionen Italiens, da gibt es so gut wie keinen einzigen Biohof. Die Kultur und vor allen Dingen auch jetzt eben die klimatische Lage und die Nachfragestruktur, die ist ganz entscheidend für die Entwicklung der biologischen Landwirtschaft in den europäischen Mitgliedstaaten. Die biologische Landwirtschaft stellt an ihre Mitglieder hohe Anforderungen bei der Herstellung der Produkte. In der Tierhaltung muss zum Beispiel eine gewisse Betriebsfläche vorhanden sein. Das Grundprinzip des Systems Biolandbaus ist ja eine flächengebundene Tierhaltung. Das heißt, ich kann nur so viele Tiere auf meinem Hof halten, wie ich auch selber von meinen Flächen ernähren kann. Deswegen ist gerade eben das Thema Heumilch und Milchleistung aus dem Grundfutter eines der wesentlichen Produktionsprinzipien im Biolandbau. Und in der Milchviehhaltung, in der Rinderhaltung haben wir die geringsten Probleme im Biolandbau, in der Futtermittelversorgung. Aber es bedeutet natürlich auch, dass ich entsprechend Grünlandflächen brauche, um meine Milchkühe zu ernähren. Sagte Jan Plagge, Präsident des Deutschen Biolandverbandes, kürzlich bei der Vollversammlung der Biolandmitglieder Südtirols. Dort hat er auch über das noch mögliche Potenzial für Südtirol im Biosektor gesprochen, mit Blick zuerst auf die Situation allgemein in Italien. In Italien gibt es Regionen wie in der Toskana oder auch in Kalabrien, wo es sehr, sehr hohe Anteile an Bioproduzenten gibt, die dann auch zum Teil sehr spezialisiert arbeiten, Richtung Olivenölproduktion oder auch Obst- und Gemüse- und Weinproduktion. Da hat Italien ganz starke regionale Schwerpunkte. In anderen Regionen Italiens gibt es noch keinen biologischen Landbau. Aber auch Südtirol hat für Jan Plagge in dieser Hinsicht noch viel Handlungsbedarf. Südtirol, muss ich leider sagen, ist noch eine Region mit sehr großem Entwicklungspotenzial, hinkt vielen Regionen noch hinterher, hat aber eigentlich die allerbesten Voraussetzungen, im Mix von professionellem Obst- und Weinbau und auch der Viehwirtschaft noch viel mehr Potenzial im Biolandbau und vor allen Dingen auch in der Bedienung attraktiver Märkte. Vor allem der Obstanbau bietet solche Chancen. Südtirol produziert fast die Hälfte der Äpfel in Italien und 10% aller Äpfel Europas. Dieser Marktvorteil sollte für Jan Plagge unbedingt genutzt werden. Südtirol ist ja vor allen Dingen in der Obstwirtschaft eine wahnsinnig spezialisierte und intensive Landwirtschaft, die auf den Export angewiesen ist. Und deshalb bietet das gerade Südtirol riesige Chancen, diese europäische Entwicklung. Und für eine exportorientierte Region, jetzt gerade für die Obstwirtschaft in Südtirol, gibt es noch immense Chancen, einerseits diese Märkte zu bedienen und auf der anderen Seite ja auch den Vorteil für die Südtiroler selber mitzunehmen. Das ist einmal eine höhere Wertschöpfung und zum anderen kann man das auch sehr gut doppelt vermarkten für den Tourismus, wenn Südtirol zu einem Bioland wird. Aber auch in der Viehwirtschaft hat Südtirol große Möglichkeiten, für den Verbraucher auf dem Biosektor interessant zu werden. Wenn immer mehr Viehbetriebe gerade auf Biomilch und dort spezialisiert nochmal auf Heumilch umstellen, dann hat man eine Marktnische, die man sich noch weiter erobern kann, dass auch kleine Bergbetriebe eine hohe Wertschöpfung pro Liter Milch erreichen können. Die kleinstrukturierte Landwirtschaft und die Nähe zum Verbraucher bietet den Südtiroler Bauern die Möglichkeit, sich auf hochqualifizierte Erzeugnisse und Nischenprodukte zu spezialisieren. Es ist immer ideal, wenn man den Verbrauchern unmittelbar zeigen kann, wie man Landwirtschaft betreibt. Und es gibt einen ganz stark wachsenden Trend, dass gerade die städtische Bevölkerung wieder zurück zum Ursprung will, dass sie auch erleben will, wie Lebensmittel produziert werden. Und das ist natürlich am leichtesten mit Biolandbau zu kombinieren. Das kann man dem Verbraucher erklären. Man kann immer schwerer erklären, wenn man Pestizide einsetzt oder wenn man eben sehr stark auf Kraftfuttermitteleinsatz angewiesen ist. Man kann im Gegenteil aber den Verbrauchern und den Gästen sehr gut erklären, wie man Milch aus Heu melkt, welche Vorteile das im Fettsäurenmuster für die persönliche Gesundheit haben und vor allen Dingen auch, wie man ursprüngliche Lebensmittel vor Ort herstellt und verarbeiten kann. All das ist ein einfach wahnsinnig attraktives Gesamtpaket. Doch steckt die Agrarwirtschaft für Jan Plagge in einem Dilemma. Die Politik schafft nicht genügend Rahmenbedingungen dafür, dass jeder Landwirt ökologische und nachhaltige Landwirtschaft betreiben kann.
Die biologische Landwirtschaft leistet einen Beitrag für den Tier- und Umweltschutz und dies muss dem Bauer auch entsprechend honoriert werden und nicht nur über Subventionen. Wenn auch die Verbraucher durch ihr Kaufverhalten einen Beitrag dazu leisten, braucht es dennoch dringend Reformen in der Agrarpolitik. Das heißt, dass alle Landwirte, die mehr für die Ökologie, für die Lebensgrundlagen und auch für die Regionen leisten, dass die eine anständige Honorierung für die Produktion öffentlicher Güter bekommen. Anders kommen wir aus dem Dilemma nicht raus. Sagt Jan Plagge, deutscher Biolandpräsident, im Bericht von Sonhild Adomat. Die Gesetzgebung für die europäische Biolandwirtschaft liegt übrigens auf europäischer Ebene und das Europaparlament ist dabei, die zum Teil überalteten Regelungen neu zu schreiben und sie damit den neuen Bedürfnissen anzupassen. Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft. Zur Bäuerin wird eine Frau, entweder weil sie einen Bauern heiratet oder einen Hof übernimmt. Doch der Beruf Bäuerin erfordert mehr. Heutzutage vor allem fachliches Wissen und Kenntnisse im Umgang mit Tieren und Pflanzen. Obwohl die Verbände und Fachschulen bereits viele Kurse anbieten, hat sich die Bäuerinnenorganisation für eine Bäuerinnenschule stark gemacht und so konnte eine erste Ausbildung bereits im Herbst 2016 starten. Im Juni werden die ersten Diplome vergeben. Verena Niederkofler hat sich in einer Kurseinheit umgehört, was die angehenden Bäuerinnen bisher gelernt haben. Ich bin die Verena Mulser aus Seis. Ich bin verheiratet, habe zwei Buben. Und bin Hofübernehmerin bei mir daheim. Ich bin Elisabeth Reider, komme aus Bozen. Ich habe meinen Hof in St. Magdalena. Dann möchte ich ihn irgendwann übernehmen. Also ich bin die Steffi Schaufelberger, bin Schweizerin, bin seit 6 Jahren ungefähr in Südtirol. Das sind nur 3 der 12 motivierten Frauen, die in der Fachschule Dietenheim die Bäuerinnenschule besuchen. Eine Ausbildung, um Frauen auf ihren zukünftigen Beruf der Bäuerin vorzubereiten. Oder aber, sofern Frau schon Bäuerin ist, Neues dazuzulernen. Gelernt wird in 300 Stunden vieles, so die Direktorin der Fachschule Dietenheim, Juliane Gasser-Pellegrini. Die Erfahrung hatte uns gezeigt, dass wir immer mehr Frauen mit dem Wunsch gehört haben, dass sie gezielt in der Landwirtschaft Angebote bekommen. Und so bekommen Frauen in dieser Bäuerinnenschule eine möglichst ganzheitliche Ausbildung zur Landwirtschaft, aber auch zur bäuerlichen Hauswirtschaft. Und das ist das Besondere an diesem Kurs. Die Bäuerinnenschule ist der Junglandwirte-Ausbildung gleichgestellt. Also vor allem für zukünftige Hofübernehmerinnen interessant. So auch für Verena Mulser vom CEROT in Seis. Ich hätte sowieso gewollt, etwas machen, also entweder in Junglandwirtekurs. Und das hat sich dann so ergeben, da hat mich eigentlich meine Mama darauf aufmerksam gemacht, dass die Bäuerinnenschule stattfindet. Und ich habe es mir dann mal umgeschaut und habe mir gedacht, das war eigentlich eine super Alternative zum Junglandwirtekurs. Die Schule ist eingeteilt in sogenannte Pflichtmodule und Wahlpflichtmodule. Neben Recht und Wirtschaft, Betriebswirtschaft, werden Wäschepflege, Bodenkunde, Lebensmittelkunde oder Gartenbau gelehrt, um nur einige der Fächer zu nennen. Die Abwechslung macht's. Doch gibt es da auch sogenannte Lieblingsfächer? Die Jungbäuerin vom Reiseckhof in St. Magdalena hat keinen wirklichen Favoriten. Ich finde die Fächer alle sehr interessant. Ich finde die Fächer alle voll wichtig. Wir haben viel Betriebswirtschaft, ist natürlich nicht ein schönes Fach, aber es ist ein ganz wichtiges Fach und das ist sicher ausschlaggebend. Ich muss sagen, die Fächer sind wirklich vielfältig. Die Bäuerinnenschule wurde von der Fachschule Dietenheim ins Leben gerufen, zusammen mit vielen Wünschen und Ideen von der Südtiroler Bäuerinnenorganisation. Dass es so eine Ausbildung braucht, ist auch die Landesbäuerin Hiltraut Erschbarmer überzeugt. Die jungen Frauen von heute, die auf die Höfe kommen, kommen oft einmal aus unterschiedlichen Sparten und haben oft einmal keine oder ganz wenig Berührungspunkte mit der Landwirtschaft. Und gerade diese Frauen möchten mir immer ein Rüstzeug geben, dass ihnen der Einstieg einfach erleichtert wird, aber vor allem auch, dass sie leichter in den Betrieb einwachsen, aber auch vor allem, dass sie noch anschließend auch können, selbstständig oder eigenständig mitdenken und mitreden und damit entscheiden können in die Betriebe. Mitdenken, mitentscheiden und mitplanen. Die Pläne der jungen Frauen sind so unterschiedlich wie die Frauen selbst. Nathalie Schwindbacher beispielsweise hat viele Ideen, die sie auf dem Schlummhof in Schluderns umsetzen will. Ja, Eierproduktion ist schon mal ein Plan für mich. Fleisch produzieren von Mutterkuhhaltung und Weidegänse. Das sind einmal meine konkreten Pläne.
Dass die Inhalte des Lehrplans helfen, in Entscheidungen sicherer zu werden, bestätigt auch Steffi Schaufelberger, ursprüngliche Schweizerin und jetzige Bäuerin auf dem Menihof in Afing bei Bozen. Ja, also ich muss sagen, am Anfang, wo ich dahergekommen bin, jetzt im Herbst, das sind ein paar Ideen gewesen, aber es ist mehr so eine Luftblase gewesen, so Träumereien und so, ja, viele Überlegungen, aber auch nichts Konkretes. Und das konkretisiert sich eigentlich mit jedem Mal, wo man daherkommt, irgendwie kommen wir. Es wird immer konkreter, die Auswahl wird vielleicht ein bisschen weniger oder man redet mit den anderen und es wird so, ja, hat man viel mehr einen konkreten Plan, was man wirklich machen möchte. Und wie beurteilt die Direktorin der Fachschule, Juliane Gasser, den bisherigen Verlauf der neuen Ausbildung? Ich darf sagen, dass wir schon sehr positiv angetan waren bei den Auslesegesprächen, die wir geführt haben mit den Frauen. Wir haben festgestellt, dass junge, gut ausgebildete Frauen sich noch einmal neu auf den Weg machen und in der Landwirtschaft eine nächste Erfüllung ihrer beruflichen Tätigkeiten suchen und dass sie so viel Engagement mitbringen und so viel Bereitschaft, sich auf Landwirtschaft einzulassen, dass mir eigentlich um die Zukunft der Landwirtschaft gar nicht bange ist. Soweit ein Zwischenstand in der ersten Auflage der Bäuerinnenschule, initiiert von der Fachschule Dietenheim und der Bäuerinnenorganisation, die übrigens mit einer aktuellen Aussendung zur Pflege der Osterbräuche anregt. Denn nur so bleiben die Bräuche lebendig und stärken damit die Gemeinschaft und werden dann auch von den jungen Leuten bewusster wahrgenommen. Land und Leben – Meldungen. Der Cangrande-Preis ist eine hohe Auszeichnung, die jedes Jahr auf der Vinitaly vergeben wird. Heuer ging der Preis an die Weinbauexpertin der Leimburg, Barbara Reifer. Diese Auszeichnung würdigt den besonderen Einsatz für die Qualitätssteigerung des Weinbaus und die Förderung der Weinkultur in der jeweiligen Region. Südtirols Weinwelt feierte übrigens auf der heurigen Vinitaly ein Jubiläum. Zum 30. Mal nahm Südtirols Weinwirtschaft heuer mit 79 Weinproduzenten an dieser internationalen Weinfachmesse in Verona teil. Der Raiffeisenverband hat kürzlich die Obststatistik über das Geschäftsjahr 2015-2016 veröffentlicht, betreffend die Obsternte 2015. Diese ist mit 1.040.000 Tonnen um 6% niedriger ausgefallen als die Ernte 2014. 2015 erhielten die Obstbauern im Schnitt 37,51 Cent für ein Kilo Äpfel. Das sind 15% mehr als 2014. Für Tafelobst wurden im Schnitt 40,24 Cent pro Kilo und damit 14% mehr als 2014 ausbezahlt. Die höchsten Auszahlungspreise sowohl im konventionellen wie auch im biologischen Anbau erzielte zum 12. Mal in Folge die Sorte Cripps Pink. Große Unterschiede gibt es zwischen konventionellem und Bio-Obst. So wurde für ein Kilo konventionelle Äpfel im Schnitt 38,36 Cent ausbezahlt, für ein Kilo Bio-Äpfel hingegen 83,24 Cent. Viele Graupapageien werden als Haustiere verkauft und gehalten unter oft unzumutbaren Zuständen. Nun wurden sie von der CITES-Behörde für Artenschutzabkommen von der zweiten in die erste Schutzstufe gehoben. Das bedeutet laut italienischem Gesetz für die Besitzer von Graupapageien, dass sie innerhalb 5. Mai den Besitz sowohl von Kongo als auch von Timne-Graupapageien der CITES-Behörde mit Angabe des Ursprungsnachweises melden müssen. Bei fehlender Meldung ist eine Verwaltungsstrafe von über 3.000 Euro vorgesehen. Das Meldeformular und Informationen sind auf der Webseite des Amtes für Jagd und Fischerei abrufbar. Zu den Viehversteigerungen in der kommenden Woche entfallen die Versteigerungen des Kofi. Die nächste Kälberversteigerung ist am Montag, 24. April in Bozen und die nächste Mastviehversteigerung fällt wegen des Feiertags am 25. April auf Mittwoch, 26. April auch in Bozen. Und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von Reiss Südtirol. Danke für Ihr Interesse. Angenehme und frohe Osterfeiertage wünschen Ihnen Marianne Casarola mit Daniel Kizali an der Technik.